Willkommen zurück, liebe Vampire-Freunde, zum 13. Teil unseres Let's Plays zu Clan Quest Mod für Vampire Bloodlines. Ja, wir sind hier im Untergeschoss des Museums und sollen für den Prinzen den Sarkophag hier bergen. Problematisch daran ist nur, hier gibt es lauter Wachen und auch Überwachungskameras, die uns registrieren können. Deswegen müssen wir hier besonders behutsam vorgehen, um nicht entdeckt zu werden. Ich werde vielfach, denke ich, Gebrauch von dieser Fähigkeit Trance machen. Zwei, drei, fünf, acht ist der Türcode. Wir haben ja hier jetzt noch ein Buch gefunden. Und zwar damit können wir unseren Sicherheitsskill erhöhen. Jetzt haben wir immerhin die Möglichkeit, Schlösser bis 6 zu knacken ohne Bloodbuff und mit Bloodbuff sogar bis 7. Vielleicht investiere ich sogar noch einmal 5 Punkte hier, dann können wir Schlösser bis 8 knacken. Ich denke, das ist schon mal ganz gut. Ja, und ansonsten machen wir uns gleich mal auf den Weg. So, jetzt haben wir den Schlüssel gefunden. E-Mail. Ich hasse meinen Job, das ist gut. Okay, Dr. Johansson soll nicht gestört werden. Okay, und die haben den Fetisch weggebracht in ein anderes Büro. Hier ist nochmal der Code 2358. Vielleicht nochmal Resultate. Okay, das können wir nicht hacken. Aber das ist nicht so kriegsentscheidend. Hier brauchen wir unsere schöne Axt. Um den Fetisch zu holen. Und jetzt müssen wir halt einfach warten, bis die Wache vorbeigegangen ist. Thank you.
Was ich auch gut finde, ist, dass die das anscheinend gar nicht stört, dass hier kein Glas mehr drin ist. Oh, das ist krass hier. Aber kein Problem für unsere Axt. So, dann schauen wir uns noch mal kurz ein wenig hier im Lager um. Ob wir noch irgendwas finden, was wir brauchen können. Ich will noch mal kurz was erledigen. Und zwar später wird Überzeugung sehr wichtig sein. Da will ich noch mal hier ein paar Punkte reinpumpen. Oh, der Sarkophag ist nicht mehr da. Verdammt. I can't understand why someone would go through the trouble of stealing a box with a very ancient corpse. This city's not that dull. Beckett, was tust du hier? I'm an archaeologist, so I thought I'd indulge in a quick study of this Ankaran sarcophagus everyone's so riled up about. My guess, from what I've read about it, is that it's a mummified Mesopotamian king. I needed confirmation. Hast du schon die Chance gehabt, sich, oder dass du den Sarkophag überhaupt sehen konntest oder untersuchen konntest? Oh, I really wish I had. All this speculation about the sarcophagus containing an antediluvian and being a portent of Gehenna is making me cringe. These are the kinds of ridiculous, superstitious assumptions I came here to debunk. Gehenna? Armageddon, doomsday, the end of all kindred. It's a common facet of most mythologies. Fear that the world will end. Many believe Cain and the Antediluvians will return to consume or destroy all kindred. I wholeheartedly disagree. Vorsintflutliche? No one I know has ever met one, but each of the clans and their bloodlines supposedly trace their origin to an original vampire, an antediluvian. Some swear these grandsires still exist into the present, but then kindred and kind believe a lot of strange things. Und was ist mit Cain? Cain is the biblical first kindred and founder of the mythological first city, Enoch. A place where kindred and kind coexisted. I believe Cain's a figure concocted to personify the transition from nomadic society to agrarian society. That myth, like most, has been twisted by time. Kannst du mir mehr über die Dünnblütigen erzählen? Thin bloods rarely exhibit features or powers of their clan, and many can't embrace. Some are even rumored to have reproduced. Many kindred are terrified that their weak blood heralds the dissipation of every bloodline.
somewhat of an ignorant reactionary response, don't you think? Glaubst du denn nicht an Gehenna? As I said, many cultures have the fear of some form of apocalypse. Kindred believed in these stories when they were human, and naturally carried them over into kindred myth. But it doesn't take a supernatural act to cause widespread destruction. Humans and kindred are just as capable of managing their own destruction as a deity. A self-realized Gehenna warrants more vigilance than a god-induced one, don't you agree? Such is my argument, which so frequently falls on deaf ears. Gibt es denn noch andere Zeichen für Gehenna? What prophecy doesn't have vague, apocryphal signs? Let's see. The usual ones cited are the appearance of thin bloods, Cain sightings, doom, gloom, that route. Das ist alles sehr faszinierendes Zeug. Wie lange studierst du denn schon Kainskinderkunde? For 300 years I've been trying to determine the function of our existence, the kindred's role in the world. I'm not content to attribute it to some act of supernatural biblical vengeance. We exist for a reason. And if it takes another 300, I'll figure it out. Any thoughts? Eine Statuserhöhung, sehr gut. Schauen wir uns gleich mal an. Ich denke, wir sind die nächste Stufe der menschlichen Entwicklung. Yes, I've heard that theory before. It certainly seems plausible, but there's little proof to support it. Still, it's a better explanation than a divine sentence for manslaughter. Das weiß ich nicht wirklich. Das ist alles so unklar für mich, weil ich noch nicht so lange ein Kainit bin. My sentiments exactly, but there's time to rectify that. Well, my work here is stolen away into the night. Think I'll do the same. Auf Wiedersehen, Beckett. Ihr seht, wir haben Überreden jetzt auf 8. Das heißt, mit dem Einsatz von nur noch 4 Punkten... Nee, nicht 4 Punkten, da muss ich mehr ausgeben. Von 12 Punkten könnten wir das auf 9 steigern. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Aber das hat ja noch Zeit. Ich denke, mit 8 fahren wir erstmal ganz gut. Ja, jetzt müssen wir dem Prinz davon berichten, dass der Sarkophag nicht mehr da ist. Excuse me, starting to doze off there. Oh, I need to get a guard animal of some sort to alert me when folks come in. Maybe one of them chimps like on that show Ape Detective? That monkey always gets his man. LaCroix erwartet mich. What? Oh, yeah, Mr. LaCroix is expecting you. For a young guy, he sure likes to work late. Me, I spent most of my youth in the entertainment industry. Yeah, I guarded the sets for over 6 top 10 TV shows. Wir unterhalten uns später, Chunk. Entschuldige mich. Mein Prinz? The folly of leadership is knowing that no matter what you do, behind your back there's hundreds, certain that their own solution is the sounder one. And that your decision was the byproduct of a whimsical dart toss. I pronounce the blast sentence, and I soak the critical fallout. I make the decisions no one else will. Leadership. I wear the albatross and a bullseye. Sie werden in der Stadt von jedem für ihre Führung respektiert, mein Prinz. I've had my fill of sycophants. I need adjutants I can trust. Es respektiert euch wirklich jeder. Jetzt, worum geht's denn jetzt in diesem ganzen Gespräch, was wir gerade hatten? The blood hunt on Nines Rodriguez for the murder of Alistair Grout will be called. Rodriguez's execution is only a matter of time. I have lit the fuse. If a war ignites,
It's my head that will sharpen the pikes for. At least I can rest easy in knowing that you, my most promising attendant, has relieved me of one encumbrance tonight. Do you need assistance bringing the sarcophagus up to my office? Also zum Sarkophag. Es scheint, dass er gestohlen wurde. Stolen? Ja, Stolen? How? Who would... Oh, Gary. Gary, you treasonous maggot. I should have anticipated your treachery, sewer rat. Gary? Wer ist Gary? The Nosferatu Primogen. The Nosferatu were responsible for finding out where the sarcophagus was taken after the Dane, and for getting keys to the museum. They were the only ones who knew. It's obvious to me now. My mistake. I want him found. I want him... found. The sarcophagus could be... exploited. Causing who knows what catastrophe to this city. If it were to fall into the wrong hands... Ich werde Gary und den Sarkophag finden. The Nosferatu lurk in the filth below the streets of Hollywood. But not even I know just where they hide. Hollywood is, unfortunately, lacking in any Camarilla loyalties. Hollywood's baron is an anarch named Isaac. Isaac's more civil than the anarchs downtown, but... nonetheless, he wears his mistrust of me on his sleeve. He may know how to contact the Nosferatu. Find Gary and get him to talk. That sarcophagus could be used against us. Do not come back until you have it. Now, I must announce the blood hunt and bear the brunt of all consequences. Escort him out. So, jetzt müssen wir nochmal zu Pisha und dann was trinken. Schon wieder 10 Erfahrungspunkte, obwohl wir gerade ordentlich ausgegeben haben, aber das ist mir recht. Davon brauchen wir noch viele, viele, viele. Yes. Hier ist der Gegenstand aus dem Museum. Yes, this is genuine and of use to me. There is something resonating from it. A whisper. I will give you this in trade. It is known as the Odious Chalice. It swells with spilled blood and offers its bloat to its owner. Großartig. Ich bin zurück, wenn ich noch was finden sollte. Ja, ihr seht, jetzt haben wir den Kelch des Hasses, der bewahrt Blut auf, wenn wir Gegner angreifen und zerstören. Und aus dem können wir dann trinken. Das ist quasi wie ein sich auffüllender Blutbeutel. Und das ist wohl eine Tzimisce-Kreation, und zwar von der Disziplin Fleischform. Sieht auf jeden Fall nicht sehr cool aus. Aber es wird uns nützlich sein. Ihr könnt ja mal auch unter das Video schreiben, ob ihr auch ein Bloodlines-Fan seid und ob ihr das Pen-and-Paper-Rollenspiel schon gespielt habt. Würde mich mal interessieren. Vielleicht können wir dann ein wenig drüber fachsimpeln. Beziehungsweise, ob ihr auch LA by Night schon geschaut habt. Da sehen wir jetzt wieder die Temple of Boom Records, die Firma von Victor Temple. So, wir hatten ja noch ein Quest offen, und zwar Mudhunt. Und Kindred for Hire, das mussten wir uns auch nochmal anschauen. Bevor wir nach Hollywood gehen.
Oh, was ist hier los? Was hast du gesehen? These two guys, that guy and another, they showed up. I've been living here, so I hid. I thought maybe they was owners or cops come to clean the place out. Wer war der andere Typ? A dead fella called him Muddy. Okay, dieser tote Typ und Muddy, was haben sie hier getan? They was waiting on someone. They were going to do some kind of job, they were saying. But the person they was meeting, well, he was late. So the one guy leaves, you find the phone and call him, and the dead guy stayed. Well, that's when the killer, that's when he showed up. Er ist einfach aufgetaucht? One second he wasn't there, and then he was. Like out of the shadows he come up, scared the shit out of the dead guy. I'd like to scream, but I couldn't breathe. Und was ist dann passiert? Oh, that killer, he grew these claws. I swear it, I saw it. The dead guy went white, like he seen the devil. And then the killer grabbed him round the neck and lifted him up and started cursing at the guy. Was hat er denn gesagt? Oh, I couldn't hear too good. Something about revenge for what he did or what they did. The killer made sure the dead guy knew who he was and then ripped him open. Just tore him apart. He did it real slow, made the guy scream. Du wirst vergessen, was du hier gesehen hast. Geh weg und komm nie wieder. Okay, okay, I will. I don't want to never think about that again. Oh, hier ist der Kopf von dem. Und hier können wir nicht hoch, hier ist Feuer. Also müssen wir uns... Na. Hier hochbegeben. Autoradio nehmen wir mit. Wir haben einen Schlüssel für das Lucky Star Motel gefunden. Noch wissen wir nicht, wo das ist. Jetzt gehen wir noch mal kurz in den Confession Club, ein wenig Geld abholen. 2800. Nicht schlecht. Oh, das passt ja sehr gut. Hier einer lang? Nein. Das war perfektes Timing. Money, right? Been a while. Your money's been piling up. Here, that should provide for an interesting evening. Danke. Lass das Geld weiterkommen und sprudeln. I'm with somebody. Das geht mir immer noch nicht aus dem Kopf mit diesem Typen hier. Oh, was haben wir hier? Wir nehmen mal den Drink. Wir tun dort ein wenig Blut von uns rein. Und nehmen den Drink mit. I thought we were done.
hilft mir leider nicht. Ich dachte, ich könnte den Typen jetzt hier irgendwie diesen Drink geben. Sei es drum, ist jetzt nicht so wichtig. Ich werde noch eine andere Gelegenheit finden, den zu eliminieren. Was ich glaube ich vergessen habe, ist das Geld aus dem Briefkasten mitzunehmen. Von Prinz LaCroix. Mit $2000. Sehr gut. Jetzt haben wir 5000. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal so viel Geld hier gehabt zu haben im Spiel. Gut, wahrscheinlich, weil ich es auch immer sehr fleißig ausgegeben habe. Dann sollten wir uns mal nach Hollywood begeben. Und das wird auch der Ort sein, wo wir uns endgültig dem Sabbat anschließen werden. Need a ride? Ja, nur fahren. Ain't seen you here before. And if I haven't seen you, neither is Isaac. So that's your next stop. Wo kann ich ihn finden? Isaac's in the jewelry store at the end of the street. Consider yourself invited. Gut, ich werde mich gleich dorthin begeben. Anscheinend wurden die lokalen Vampire, die Anarchen, schon auf mich aufmerksam und ich muss mich zu Isaac begeben. Das machen wir gleich mal. Sprechen wir mal mit dem Baron von Hollywood. Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince LaCroix got something to say to me? Ich suche nach den Nosferatu. So, you've come to barter information with the sewer rats. LaCroix must really be desperate if he stooped to consorting with their kind, and asking for my help of all peoples. Irgendeine Idee, wo ich die finden kann? Perhaps. However, before we discuss how I might help you, there is the matter of tribute. Mir gefällt nicht die Richtung, die diese Unterhaltung nimmt. Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Ich sehe schon. Was möchtest du? What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Du möchtest, dass ich diesen Botendienst erledige. Das ist einfach. Go to the Ground Zero internet cafe. Look for a directory named Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Ich werde mich sofort dorthin begeben und dann diskutieren wir meine Angelegenheit. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Danke.
Ja, hier ist ganz schön was los. Und ich hab Durst. Nein! Oh my gosh, is that you? Everyone was worried sick about you. When you didn't show up and didn't call and nobody knew anything about what happened to you, we thought you were dead. Are you okay? You know what? Never mind. We have to help you. Du bist geistig offenbar gestört. Lass mich zur Hölle in Ruhe. It's me, Samantha. Don't you... Did you suffer amnesia? Is that it? Let me make a call. We'll get everybody together. We can talk. Maybe you'll remember something. The important thing is that they know that you're alive. Ich denke, du hast einen Fehler begangen. Ich bin gerade erst hierher gezogen. Ich kenne dich nicht. Come on, this is serious. I know it's you. Don't you recognize me? It's me, it's Samantha. What happened to you? Du verrückte Schlampe, verzieh dich. Ich hab dir schon gesagt, dass ich gerade erst hierher gezogen bin. But your face, you look exactly the same. It's uncanny. I can't believe it. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Würde es dir was ausmachen, aus dem Weg zu gehen? Yeah. Sorry. My mistake. Unglaublich, mit was man sich abgeben muss. Naja, es ist ja auch so, wir müssen unsere früheren Kontakte aus unserem früheren Leben einfach abbrechen, um die Maskerade zu schützen. The moon is out, everyone's in dreamland, and you've turned into the dead of night. Nobody put your hands up! Put your fucking hands up right now! The radio open the register! What I'm here for. What? And hey, why don't you I call said, me sometime? Open it, area fuck code 323 KL5. Oh god! Oh god, don't hurt me! Looks like somebody's been waiting for you. God damn, you're pretty. What are you doing, man? You asleep? Just having some fun? Insect. Please! Insects. Please, just... You have that's right, problem, bitch. Or chirping crickets are keeping you up. Look! Or leave you her have alone. Nightmares. Shut your fucking hole and open the register! Oh, no, no. Don't you know? If you fall asleep, they can crawl into your mouth or your ears or your nose. You can't prevent it if you're asleep. Are there any scientists out there listening? Wait, I read something. I don't know. Ich muss mal meinen Katana hier einstellen. You know, they voluntarily eat insects in some countries. Those countries probably need Jesus. So, you never sleep at night. I assume you do sleep, right? Mit der kann ich leider nicht sprechen. Thank you. Oh, thank you. I was so scared. I just stopped off to buy some milk for the baby. Oh God, I can't believe how close he came to losing me. Here, please, just take it. I insist. Let's see who else we got. Mach dir darum keine Sorgen mehr. I'm Roger. Okay, and what do you do, Roger? I'm a writer, Deb. So, have you written Whoa. Any movies I might have seen? Jesus, well, man. I Jesus. You were like... I see. So, Jesus. Have you done any other I've never of seen anything like that. Well, I was right going to jump in and help out, but... Jesus, man. Thanks. So, if you haven't Listen, really written you anything, what. How can you Let's call yourself a writer? Let's say, as like a thank because you, I pass toilet, on some of my bummer, skills, right? Huh? Is there anyone in this city that doesn't call themselves a writer or actor or director? Was für eine Art Fähigkeit? Oder Fähigkeiten? Seriously, brah. I've got mad skills at haggling down a price, yo. Next time you're trying to buy something, offer the dude selling it 50% less than what he's asking. When he tells you you're fucking crazy, turn to walk away. He'll call you back, and then you can make a more realistic offer. Before you know it, you guys will be haggling, and you'll walk away with a damn good deal. Danke. No, thank you. Jesus.
Ich glaube, das hat jetzt nicht groß was geändert bei uns. Wir haben weiterhin 6. Aber es macht nichts. Okay. Could have been the end of me tonight. What's up? Welcome to Red Spot, home of the Monstro Chug. 72 ounces of your favorite beverage for 89 cents, blah, blah. You need help or something? Ja, was ist hier so los? Irgendwas Aufregendes oder Ungewöhnliches? Bis auf den Überfall gerade eben? Always. You should come out and see my band, A Bowl of Cereal. We're playing tomorrow night at the crematorium. $5, 2 drink men. We're gonna ruin the place. Interessant. Sonst noch irgendwas, was ich wissen sollte? Yeah, the Vesuvius rocks. They don't let me in anymore, but damn, the girls in there, dude. It's like midget smuggling ring in there. Großartig. Ich werde es mir anschauen. Hey, you know, you should really ask me about the special, you know? Okay, ich beiße an. Was ist das Special? I'm glad you asked that, bro. Seeing as how you look trustworthy or something, I got this special where you buy some really expensive burrito tots or grapefruit juice. You get a free weapon of your choice, bro. You interested? Aber natürlich. Zeig mir, was du hast. So, hier haben wir die Colt Anaconda. And if anyone was thinking of asking what I'm wearing, that number again is 323-KL5-KTRK. We're going to take a short commercial break, but that doesn't mean you can stop thinking about me. Don't go anywhere, boys. Does your penis... So, wir sollen hier ins Ground Zero Internet Café und hier ist das Lucky Star Motel übrigens, da können wir auch gleich mal rein. Wo ist dieser PC mit Kafka? Tupecula, den suchen wir nicht. Ah, hier, Joseph K. Triff mich in der, hinter der Gasse oder in der Gasse hinter dem Fast Buck. Okay. Schauen wir uns nochmal hier kurz um. Noch irgendwas Interessantes zu finden ist. Ist auch toll, dass es hier nur eine Herrentoilette anscheinend gibt. Ah, hier. Hier haben wir ein Buch gefunden, damit können wir unsere Hackfähigkeiten verbessern. Wir brauchen aber Research von 8. Das ist natürlich nicht so günstig. Das müssen wir nochmal abwarten. Dann gehen wir jetzt mal zum Fast Buck. Schon wieder 13 Punkte. Noch mal kurz was checken. Gut.
Ah, hier ist der Typ. Yeah? What do you want? Bist du der Guy mit der bist du der Typ mit der Kassette? Isaac schickt mich. Yeah. I mean, what? Who the hell is Isaac? I don't know anyone named Isaac. Get lost, pal. Komm schon, ich weiß von dem Band. Gib es mir einfach und du kannst gehen. Tape? What tape? I don't know what the hell you're talking about. I'm getting the hell out of here. Gut, dann werde ich Isaac sagen, dass du mir nicht geben wolltest, was ihm gehört. All right. Sorry. It's just that... I mean, something is... I just want out of this whole thing. I don't want anything to do with that damn tape. Warum? Was ist los? I don't know. I mean, when it comes to video, I've seen everything. And I do mean everything. With this thing, it's sick. It can't be real, but it is. I know it. It's real and it scares the hell out of me. Wirklich? Was ist daran so schlimm? Oh, you have no idea. It's disgusting. That girl, the things that are happening to her. It just ain't right, man. It just ain't right. No. Something's wrong. Something's after me. I swear to God, something's after me. Was? Wovon sprichst du? Every place I go, wherever I look, I see things. In the shadows. My phone rings. I hear something breathing on the other end and... Shit. I'm out, man. I'm out of this whole thing. Schon gut. Gib mir einfach die Kassette. I don't have it. I stashed it someplace. Look, you need to find Ginger Swans. Huh? What the hell was that? Oh, shit. Did you see that? I'm getting the fuck out of here. Okay, bleib hier. Was ist mit Ginger Swan? Oh, Christ! Okay. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, ein abgetrennter Arm. Okay, den hat's erwischt. Da scheint wohl doch mehr los zu sein. Als gedacht. Na, schade. Schade. Ich denke, jetzt gehen wir noch mal kurz Isaac Bericht erstatten. Und dann werden wir die Folge auch beenden. Time. Hand me the item. Er hat es nicht gehabt. Did he at least make a good excuse? Er hat irgendwas von Ginger Swan gemurmelt. Bedeutet das ihn irgendetwas? Sagt ihn das irgendetwas? Ginger Swan. Swan. Not an animal. A name. Brings back a lot of memories. 70 years ago, wasn't a man in this city that wouldn't have given up his family, career, or anything else for one night with her. Okay, und wo finde ich sie? That depends. You believe in an afterlife? Ginger Swan's been dead since the 50s. 20 years after, there are still grown men weeping at her grave. I don't know how she's relevant, but I have faith you will figure it out. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Ginger Swan, okay. Ja, und hier in der Gasse werden wir die Folge jetzt beenden. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare habt, schreibt sie gerne ins Video. Ich würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns gleich zum nächsten Teil. Macht's gut. Tschüss.